Als Generalsekretär und verantwortlicher Wahlkampfmanager in diesem Bundestagswahlkampf stehen Sie vor einer gewissen Zerrissenheit, so möchte ich es mal formulieren. Auf der einen Seite relativ starker Zulauf, das sieht man auch hier am Gendarmenmarkt in Berlin. Auf der anderen Seite sind die Umfragewerte weit von dem entfernt, was Sie eigentlich wollen. Wie sieht diese emotionale Zerrissenheit bei Ihnen aus in diesen Tagen? Ich gebe zu, dass das für jeden Wahlkämpfer ein Wechselbad der Gefühle ist, die Umfragevermessungen, die sehr unterschiedlich sind, Aufs und Abs, aber vor allen Dingen noch eine große Zahl Unentschlossener, die sich sehr kurzfristig entscheiden, ob und wen sie wählen. Und auf der anderen Seite Zuspruch, den wir erleben auf den Kundgebungen, auf den Plätzen in der Kampagne der Partei. Gestern über 6.000 Menschen in Köln, 4.000 Hannover und es werden heute viele tausend Menschen in Berlin sein, um Martin Schulz zu erleben. Also das macht mir nur eins klar. Sonntag ist das Rennen offen, da ist noch viel Bewegung drin und wir wollen gute Argumente geben, damit Menschen SPD wählen. Wie gehen Sie denn mit der rationalen Zerrissenheit um? Weil Sie haben ja beide Situationen eben ziemlich präzise beschrieben. Es geht um zwei wesentliche Themen, die wir deutlich machen wollen. Es gibt nur eine gute Zukunft, wenn es mehr Gerechtigkeit in diesem Land gibt. Wir müssen das Land im Wandel zusammenhalten. Und das Zweite ist, diese Demokratie muss lebendig und wehrhaft bleiben, auch gegen rechts. Wer ein starkes Zeichen setzen will für Gerechtigkeit und für eine freie und weltoffene Gesellschaft, der soll am Sonntag SPD wählen, auch damit Rechtsradikale klein bleiben. Das ist ein klares Signal heute von Berlin. Aber das haben wir verstanden, aber meine Frage ging ja in die Richtung, wie erklären Sie sich das Auseinanderfallen? Auf der einen Seite eben diesen hohen Zulauf, den es ja tatsächlich auch gibt, der ist objektiv ja auch da, und auf der anderen Seite, dass sich das nicht widerspiegelt in den bundesweiten Umfragen. Irgendwas scheint ja da im Argen zu liegen. Wir haben ja jeden Tag neue Umfragen, die sind eine große Spannbreite übrigens, da gibt es sehr deprimierende für uns, sehr hoffnungsfrohe, aber eins ist konstant, die Zahl der Unentschieden ist immer noch sehr, sehr groß und auf die wird es am Sonntag ankommen. Da zählt jede Stimme. Wir brauchen eine hohe Wahlbeteiligung, um Rechte klein zu halten. Und wie gesagt, wer eine gerechte Zukunft will, der muss SPD wählen. Wenn das alles so überzeugend wäre, was Sie anbieten, dürfte es ja diese ganzen Unentschiedenen überhaupt in dieser Summe zumindest gar nicht mehr geben, oder? Herr Schäfer, Sie wissen ja selbst, dass Gesellschaften sich verändern, dass wir das in anderen Ländern, nicht nur Bundesländern, auch erlebt haben, dass diese festgefügten Ordnungen, die wir aus einer alten Zeit gewohnt sind, nicht mehr da sind, dass immer mehr Menschen sich, wie gesagt, kurzfristig entscheiden, dass sie gute Argumente haben wollen. Und da sind wir nicht selbstbewusst. Die SPD hat gute Argumente, hat klare Konzepte für die Rente, für die Lohngerechtigkeit, für bessere Bildungschancen für Kinder, für das Thema der Pflege beispielsweise. Und es geht um die Zukunft unseres Landes am nächsten Sonntag. Es geht um Anpacken statt Aussitzen. Das wird die SPD deutlich machen, auch in den nächsten Stunden noch. Und dann geht es in den Endspurt. Dann wird am Sonntag entschieden. Und dann sind Umfragen Umfragen. Am Ende sind Wahlergebnisse entscheidend. Also ist das tatsächlich. Auf der anderen Seite waren Sie ja auch hochbegeistert, als es im Frühjahr, im Januar, Februar doch relativ gut nach oben ging und da schon mal an der 30%-Marke durchaus gekratzt haben. Da haben Sie das ja auch nicht in Frage gestellt, so explizit. Wenn wir noch mal gucken auf die Marktplätze. Bitte. Ich habe Umfragen nie getraut, weder guten noch schlechten, weil ich weiß, wie gesagt, dass das so ist, wie ich es eben beschrieben habe, dass am Ende die Menschen sich entscheiden. Am Anfang des Jahres haben wir gesehen, wie groß das Potenzial der SPD ist, dass es eine Sehnsucht nach vernünftigen Alternativen zu Frau Merkel gibt. Das wollen wir jetzt auch deutlich machen. Also das Potenzial ist da, aber entschieden wird am Sonntag. Gucken wir nochmal auf die Sie so große Hoffnungen setzen, nämlich die Unentschieden. Oder vielleicht sind das ja die, die Ihnen auf den Marktplätzen zujubeln. Bei welchen Themen funktioniert das denn besonders? Da merken Sie denn, da liegen Sie auch richtig. Und bei welchen Themen, mal ganz ehrlich, merken Sie, da müssen wir möglicher, hätten wir mehr Überzeugungsarbeit unter Umständen leisten müssen? Ich glaube, es sind die großen Fragen unserer Zeit im Moment. Es geht natürlich um die Frage, ob Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleibt, ob wir investieren. Es geht aber auch um die Fragen des Alltags von Menschen. Wie ist das mit Eltern, die gute Betreuung für ihre Kinder haben wollen, bessere Bildungschancen für die Kinder? Wie ist das mit pflegebedürftigen Angehörigen? Es geht um Zukunft und Gerechtigkeit. Das ist das, was bei den Leuten auch ein Thema ist. Und viele begreifen, dass ein einfaches Weiter so nicht geht, sondern dass wir jetzt anpacken müssen für die nächsten Jahre. Wo folgen Ihnen die Leute denn nicht, wenn Sie mal so zugucken, wenn Martin Schulz redet? Ich erlebe, dass es da viel Begeisterung gibt, aber ich erlebe, dass Martin Schulz Menschen nicht nach dem Mund redet, sondern dass er für seine Überzeugung und Haltung kämpft. Also eine Position zu haben, eine Haltung zu haben, dafür zu kämpfen, dass die populär wird, ist was anderes, als den Finger rauszustrecken, wie das oft Frau Merkel tut und nach irgendwelchen Stimmungen zu wittern. Das kommt an, glaube ich, dass er eine klare Linie hat, dass er kämpft für seine Überzeugung. Und da erleben wir viel Zuspruch. Sind Sie immer noch davon überzeugt, dass Sie mit dem Label Gerechtigkeit richtig gelegen haben, mit dem Thema? Ganz sicher, unterstelle ich mal, weil es einfach zur Partei passt. Aber hätte man nicht modernere Akzente setzen müssen um diesen allgemeinen Begriff herum?
Ja, die haben wir ja gesetzt. Wir haben deutlich gemacht, dass Deutschland wirtschaftlich ein starkes Land ist, aber dass mehr investiert werden muss in die Zukunft, dass wir die Digitalisierung gestalten müssen, dass wir nicht nur Breitbandausbau brauchen, sondern wir einen riesen Strukturwandel unserer Wirtschaft vor uns liegt und dass dazu übrigens auch Weiterbildung gehört. Aber es gilt auch in so einem Prozess, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Deshalb, es geht um Zukunftsgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit und deshalb ist das Thema das Richtige. Sie haben gerade den tapfer kämpfenden Martin Schulz erwähnt und auch gesagt, dass er ackert, das beschreiben ja auch viele Kollegen so, dass er sich sehr ins Zeug legt bei den zahlreichen Kundgebungen. Um die 60 hat er, glaube ich, gemacht in diesem Wahlkampf in 30 Städten, so transportieren Sie das ja immer. Hat Martin Schulz zu wenig Zeit gehabt, um seine Person und die Position hinreichend darzustellen? Ist er einfach zu spät nominiert worden? Nee, das glaube ich nicht. Es ist auch müßig, darüber zu spekulieren. Er hat klare Positionen benannt. Ich glaube, dass in den Wahlsendungen, auch in den Wahlarenen, die ihre Sender ausgestrahlt haben, Martin Schulz als jemand mit klaren Überzeugungen erkannt haben und auch erlebt haben. Und das haben wir in letzter Zeit auch erlebt, dass sozusagen die Zustimmung zu ihm, zu seinen Positionen gewachsen ist. Jetzt muss klar sein, wer Martin Schulz' Position unterstützt, der muss einfach SPD wählen am Sonntag. Letzte Frage, wie steht die SPD am Sonntag um 18 Uhr da? Das wissen wir heute noch nicht. Ich hoffe stark.